David Malembana, Glückwunsch zum Pokalsieg, zur Verteidigung auch. Wenn man hier so ein Ufter macht mit den Fans, feiert, gibt es eigentlich was Besseres? Ganz, ganz wenig gibt es da was Besseres ist. Und jetzt zum zweiten Mal in Folge Titel verteidigt. Das haben auch noch nicht so viele geschafft. Und jetzt heute feiern und dann am dritten Titel arbeiten. Ne? Es sah lange so aus, als würdet ihr das Ding souverän nach Hause fahren. Zum Ende wurde es dann aber doch noch mal eng. Wie hast du es denn erlebt? Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe jetzt zweimal richtig trainiert. Ich war davor wieder verletzt. Und die Kräfte haben dann schon mächtig nachgelassen. Zwei, drei Leute hatten auch Krämpfe. Und dann ist egal, gegen wen du spielst. Wenn man so lange wie die noch laufen können, wird es immer eklig. Ne? Wird es heute eine Grenze beim Feiern geben oder ist heute einfach frei weg? Heute gibt es absolut gar keine Grenzen. Keine Grenzen heute. Was wird noch passieren? Ja! Ah, ich habe keine. Wir gehen jetzt noch ins Vereinsheim und dann mit den Fans bisschen was trinken, bisschen feiern und dann mal sehen, was noch passiert heute. Dankeschön, feiert schön. Ich danke dir.